Ding sieht aus wie Wurst bestellt. Der Babyhammer. Ich kann es immer noch gar nicht so recht fassen, dass unser Marqueste, warum das jetzt Garland sein soll. Aber es muss wohl wahr sein. Und nun willst du nach seinem Luftschiff der Enterprise suchen? Ich habe gehört, dass die Enterprise kurz vor der 7. Katastrophe von Gridania aus nach Norden geflogen sein soll. Aber ich habe keine Ahnung, was aus ihr geworden ist. Am Herbstgebüsch im Nordwald befindet sich ein Wachtposten der Bruderschaft der Mongweeper. Vielleicht Luftschiffs. Ich unterstütze die Sache des Bundes der Morgenröte und wünsche dir von ganzem Herzen Erfolg bei deiner Suche. Davon könnte viel abhängen. Yep, aber vorher mache ich Klassenquest für Taumaturgen. Kann sich bei den 500k Punkten jedes Spiel wünschen. Ich sag jetzt einfach mal fast. Also es gibt halt Sachen, die ich definitiv nicht spiele. Darunter fallen Horrorspiele und Shooter. Weil es gibt also Sachen, die spiele ich einfach nicht. Man wird niemals erleben, dass ich ein Call of Duty oder was ich spiele. Aber ansonsten, wenn es mit Absprache ist und nicht gerade als der neuesten Titel für 80 Euro, weil die kann ich ganz natürlich jedes Spiel wünschen. Einige haben sich auch schon ein Golfspiel gewünscht oder ein Fisch. Spiel, weil ich Fischen hasse. Also manche sparen auf ganz dubiose Sachen. Das letzte war halt 24-Stunden-Stream mit WoW zusammen. Ich spiele ja eigentlich keinen WoW im Stream. Da war es dann so, dass sich einer halt ja, WoW halt gewünscht hatte. Und das dann halt 24 Stunden lang. Jagdsimulator 24 Stunden. Also ich glaube, 24-Stunden-Streams werde ich nicht mehr machen, weil ich bin zu alt dafür. Da sage ich tatsächlich, ich bin zu alt für den Scheiß. Also, huch, was will ich hier drin? Ich kriege keine 24 Stunden mehr auf die Reihe. Die letzten 24 Stunden waren so enorm hart. Und ich war nicht alleine. Ich hatte noch zwei andere dabei. Einmal Kitty und dann noch jemand anderen. Wir haben gelitten wie sonst was. Dass die beiden das überhaupt mitgemacht haben. Ey, ich war fertig. Ich war einfach nur fertig. Also das sind schon viel. Und hart. Und lang. Und schwierig. Aber 24 Stunden werde ich, glaube ich, nie wieder machen. Das kannst du dir auch wünschen, ja. Kannst du dir auch wünschen. Wie gesagt, das war ja das in Kombination. Geht. Normal wären wir zu viert gewesen, wenn ich keine Nachtschicht gehabt hätte, ja. Ja. Das kannst du gern machen. Also wie gesagt, ich bin für sehr, sehr vieles offen. Sei es Wimmelbild, sei es Point-and-Click, sei es RPG. Wie gesagt, es hängt immer von ab, habe ich das Spiel? Wenn nicht, wie teuer ist es? Und ansonsten, wenn es kein Shooter oder kein Horror ist, spiele ich es. Und wenn es nur antesten ist. Wenn ich dann hinter mir merke, okay, ist das überhaupt nicht meins, dann ist es das eine. Gut, wenn ich dafür extra noch Geld ausgegeben habe, dann werde ich es wahrscheinlich durchspielen, aber ich glaube, Ori and the Blind Forest. Oh Gott. Das habe ich mal angefangen und ich kam irgendwann nicht weiter. Weil ich an dieser einen Stelle nicht hochkam. Ansonsten wüsste ich kein anderes Spiel. Wäre aber ein schönes Spiel sein. Ich liebe die Stelle im Baum. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Stelle das war, wo ich nicht weiterkam. Das war. Ich hätte beinahe den Controller in die Ecke gepfeffert. Wobei ich sagen muss, ich spiele tatsächlich allgemein nicht auf schwer. Das ist zum Beispiel auch in Dark Souls, wirst du bei mir, glaube ich, auch nicht sehen. Ich liebe Sachen, die etwas schwieriger sind, aber ich hasse Frust.
Ich kann mit Frust unglaublich schwer umgehen. Vor allem bei Videospielen. Nein. Einfach nein. Das besteht nur daraus, Frust aufzubauen. Das spielt kein FIFA. Habe ich nicht vor. Ich habe mit Frust zuletzt FIFA gespielt. Das ist nicht gut geendet. Das ist nicht gut geendet. Also ich spiele... Nee. Ich habe 2 FIFA-Spiele. Ich glaube 18 und... 16? 15? Oder eine komplette Runde Anno 1800. Anno hätte ich sogar. Aber so eine Runde dauert verdammt lang, ne? Das wisst ihr schon. Aber Anno finde ich zum Beispiel richtig cool. Mindestens ein Controller geht über den Schrott. Hab jetzt 3 Controller. Einer an der Wand und einer Fernseher auf dem Gewissen. No. Nein. Die armen Controller. Also wie gesagt, ich spiele die Sachen. Ich versuche so lange wie möglich zu spielen. Wenn es sowas ist wie zum Beispiel Crash Bandicoot, werde ich auch wahrscheinlich nicht mehr anrühren. Das war so ekelhaft und so frustrierend. Ich habe das so oft versucht. War, glaube ich, auch ein Wunschspiel damals, Crash Bandicoot. Nee. Nee. Ich habe Anno 1800 komplett von meiner Ex geschenkt bekommen. Er hat von 200 Euro für 30 Euro bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich habe mir die Sachen für Anno über die Jahre halt zusammengespart. Ich glaube, die aktuellsten Sachen habe ich gerade nicht. Ich habe es aber auch noch nie geschafft, durchzuspielen. Doch, einmal bin ich pleite gegangen. Da hatte ich nichts mehr. Konnte ich nicht mehr weitermachen. Aber Anno wäre zum Beispiel auch so ein Ding. Das würde ich sogar auch mal spielen wieder. Also es gibt viele Spiele. Ich habe um die 2000 Spiele mittlerweile. Wenn ich alles zusammenzähle. Von Epic, von Steam, privat, was ich hier im Regal habe. PlayStation, Xbox. Wenn ich alles zusammenzähle, was ich habe, dann bin ich in 3 Jahren und ich werde mir jetzt aufzählen. Das ist ganz schlimm. Ich habe eine verdammte Spielesucht. In dem kompletten Regal Spiele. In dem Regal quasi direkt hinter mir, hinter dieser Säule, auch alle Spiele. Na gut, teilweise auch Filme. Filme sind auch mit bei. Das ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Alle und alle anderen Teile, also kann man sich so aussuchen. Habe auch alle die Siedler-Teile. Okay, Siedler habe ich, glaube ich, nur ein paar. Und ich glaube, 2 oder 3 Anno-Teile fehlen mir. Aber von den ganz alten. Es sei denn, Frisches hat die mir irgendwann mal ins Regal gestellt. Das kann natürlich sein. Sag mal, bist du nicht die Abenteurerin, mit der ich mich neulich beim Baden in der Quelle an der vergessenen Oase über die dauerhafte Na, vielleicht plant er einfach nur Leute umzubringen. Willkommen. Schales Bier gibt's heute zum doppelten Preis. Wollt ihr euch nicht gleich hier setzen? Ihr wollt nicht? Nein. Ah, der Schlinge ist mir noch gut in Erinnerung. Hat mich in einer Tour angegraben, bis diese Taumaturgin hier rein spaziert kam. Da war ich ihm nur vergessen. Männer. Als wenn Frauen besser wären. Wo ich alle Teile habe, ist die Siedler 1 bis 7. Alle anderen Teile, Commander Conquer Teile und leider, und ja, leider auch, den es als Sensi-Depan nicht gibt. Die zerbrochen in der Ecke. Okay, also mit Commander Conquer, ich weiß, dass Frisches das früher gespielt hat, aber ich selbst hab's nie gespielt. Hab da auch keinen Bezug zu den Spielen. Ich besitze, glaube ich, auch nicht eines davon. Ich weiß, dass er welche besitzt. Siedler habe ich auch nicht gespielt, aber irgendwelche Teile besitze ich.
Meine Jugend. Also meine Jugend bzw. Kindheit fand halt komplett auf der PS1 statt. War komplett PS1-Kind. Suchst du Ärger? Kannst du haben, Mädel. Nee, war doch nur Spaß. Was steht an? Ja, das Kerlchen habe ich gesehen. Ist hier mit so einem Hühn von Marodeur und einer scharfen Taumaturgin grinsend bis über beide Ohren herumschlawendelt. Wie mein Kleiner mit seinem Zwergbehemoth, den wir ihm zum letzten Sternlichtfest geschenkt hatten. Weißt du, was die wollten? Nein. Darmstufe Rot für PS1. Naja. Ja, bei mir waren die Spiele, die ich als allererstes hatte. War Formel 1, ich glaube 2000. Bin mir aber bis heute unsicher, ob es wirklich 2000 war. Medieval. Teil 1. Und Legacy of Kain Soul Reaver 1. Das waren die drei ersten Spiele, die ich auf der PS1 hatte. Die ich überhaupt gespielt habe in meinem Leben. Und dann kam direkt Gothic 1. Verstehe. Er hat sich also wirklich in dieser Gegend herumgetrieben. Was er wohl im Schilde führt? Die Taumaturgin dient ihm vermutlich als Ätheraufrischer. Würde mich gar nicht wundern, wenn er hier nicht schon vorher andere Opfer aufgegriffen hätte. Schließlich herrscht in dieser Hafenstadt reger Durchgangsverkehr. Da fällt es kaum auf, wenn mal ein paar der neuen Gesichter fehlen. Was den Marodeur betrifft, vielleicht war der nur eine Art Alibi. Für die jüngsten von Mormos Opfern kommt die Hilfe vielleicht noch nicht zu spät. Kokobizi hat aufgeschnappt, dass sie in nördliche Richtung davon gegangen sein sollen. Lass uns dort als erstes nachsehen. Metal Gear Solid 1, das Spiel habe ich auf der PS1 70 Mal durchgespielt. Und ja, wirklich 70 Mal. Nee, Metal Gear Solid habe ich auch noch nie gespielt, besitze aber, glaube ich, den fünften? Ist es der fünfte? Der dritte? Ich glaube, es ist der fünfte. Irgendeinen besitze ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele Teile es von Metal Gear Solid gibt. Irgendeinen besitze ich. Aber nie gespielt. Wie so vieles. Oh, sieh dich vor, sein Handlanger muss noch irgendwo hier in der Nähe sein. Jupp. Nee, ich glaube für Konsole. Ich glaube auf PS4. Bin mir aber unsicher. Bin gerade noch nicht mal sicher, ob es überhaupt mit Solid war. Ich meine ja. Warte mal, kann ich doch nachgucken. Wobei, nee, mein Handy-Akku reicht nicht mehr dafür. Bin bei 1%. Warte mal. Kann ich nicht? Hab doch. Ja, einmal anmelden, bitte. Ja. Ja, ist eigentlich nur 5 sein. 4 war noch PS3. Okay, ja, dann wird's 5 sein. Yay, mein Handy ist aus. Bibliothek. Öffne dich. PS4 bitte, danke. So, es kann ein bisschen dauern. Das ist Devil May Cry. Ich besitze sogar ein paar Resident Evil Spiele. Die habe ich mir aber nicht selbst gekauft. Die waren irgendwann mal im Dingens drin. The Evil Within. Dishonored. Darksiders. Das hatte ich schon. Ich finde es mal wieder nicht. Ach so, weil die. Da. Weil die Plus-Titel da nicht mit drin sind. Ja, natürlich, okay. So. Dann kommen wir auf die andere Seite. Achso, ich wollte gerade sagen, hier besitze ich doch gar nicht. Geöffnet. Ja, nice. Battlegrounds. Warum habe ich. Bei manchen Sachen frage ich mich, warum habe ich sie mir eigentlich kostenlos geholt?
Oder gratis. Das kostet los, ich weiß nicht. Das meiste ist wie gesagt PSN. Nein. Nein. Da! Ja, der fünfte ist es. Metal Gear Solid. Gespielt habe ich gar nicht so viel. Von meinem Spiel. Naja. Okay. So. Oh ja, mein Handy ist aus. Puh, vielen Dank. Hat dich viel gefehlt und meine Axt hätte nur noch als Grabschmuck getaugt. Dieser verlogene Lalafell meinte, er würde mir den Weg nach Ulda zeigen. Dabei hat er mich direkt ins Verderben geführt. Dachte mir, das, der ist noch. Gut gemacht. 4 geht so, 3 ist geil, 2 ist, naja, 1 ist mega. Ja, müsste ich irgendwann eigentlich auch mal spielen. Ich hatte es mir eigentlich dann halt mal geholt. Aus Interesse. Dachte ich aber irgendwie, nee, doch nicht. Ja. Da war noch diese Taumaturgin. Stell dich nicht so an, hatte ihr gesagt. Wir machen jetzt den romantischen Spaziergang zur Mondtropfhöhle. Da habe ich noch, da habe ich noch gehört, das habe ich noch gehört, bevor diese Imp auf mich gestürzt hat. Daria, alles in Ordnung mit dir? Mhm. Wie wichtig ist Historienspielen? Eigentlich schon relativ wichtig. Also ich liebe halt Storyspiele, ne? Eine gute Story ist halt sowieso immer top. Für mich geht Story immer vor Grafik tatsächlich. Ich habe aus dieser Ecke Schwingungen vernommen, die auf kürzliche Aktivitäten eines Nichtsgesandten hindeuteten. Aber du warst uns mal wieder einen Schritt voraus, Adaria. Gute Arbeit. Hört euch gerade über die Mondtropfenöle reden? Sicher finden wir Kokobussi da. Und Momo. Genau, worauf warten wir also? Ich kann eurem Triumph über die Nichtsgesandten gar nicht so schnell genug beiwohnen. Level 38 bin ich und laufe hier rum. Also gut, wir gehen wie geplant vor. Als erstes betrete ich die Höhle und biete Momo meinen Ether im Austausch gegen Kokobussis Freiheit an. Wenn sie darauf eingeht, sollte sie sich in ihrer ursprünglichen Gestalt materialisieren. Nun schlagt ihr zu, meine furchtlosen Brüder. Vielleicht seid ihr doch noch nicht so weit für diese Aufgabe und ich möchte euch nicht mal, möchte es euch nicht mehr verdenken. Schließlich war ich es, der euch stets eingebläut hat, Risiken aus dem Weg zu gehen. Riskant für dieser Kampf ohne Frage. Was meinst du, Aldaria? Worin liegt die Stärke der Taumaturgie? Woraus bezieht ein Taumaturge seine Kraft? Dann ein gut gemeinter Tipp. Wenn du erst anfangen willst, 1 an, arbeite dich bis 5 hoch, sonst kommst du nicht. Sorry, klar. Was ist der Teil davor fehlt? Teil 1 bis 5 dasselbe Charakter. Und da ist es, der älter wird. Okay. Ja gut, es gibt ja manche Spiele, da muss man nicht chronologisch gehen. Ich bin ja eigentlich sowieso so ein jemand. Das verteufeln ganz, ganz viele, glaube ich. Selbst wenn die Reihe unabhängig, also Teile unabhängig von der Reihe spielbar sind. Also, dass man sie nicht chronologisch spielen muss. Ich bin ein Mensch, ich muss immer vom ersten bis zum letzten alles durchziehen. MMO ist jetzt mal ausgeschlossen. Wie ESO oder FF14. Die ja eigentlich auch Teil einer Reihe sind, aber bei MMOs mache ich dann halt, ne, sage ich mir dann, ja, gut. Ist halt ein MMO. So. Das kannst du jetzt nicht mit einem Single-Player-Spiel vergleichen. Wo dann immer alle sagen, nee, aber das ist doch echt eine Reihe. Dann machst du dann ja wieder irgendwie Abstriche.
Das legst du dir so hin, wie es ist. Nein, MMO ist was anderes als ein Singleplayer-Spiel. So. Aber ansonsten versuche ich es immer so chronologisch, wie es geht, zu spielen. Bei Kingdom Hearts dann jetzt zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nach Life is Strange. Life is Strange hatte ich ja zum Beispiel auch chronologisch gespielt. Musst du nicht. Muss man nicht chronologisch spielen von 1 bis zum jetzigen. Hab's trotzdem gemacht, weil ich spiele halt gern in der Reihe, wie es erschienen ist. Bei Kingdom Hearts werde ich halt auch so gut es geht der Reihe nach spielen. Gut, manche werde ich halt vorziehen, weil ich die zwei, die für DS sind, nicht spielen werde. Weil dazu bräuchte ich einen Emulator. Und meistens funktioniert der Quatsch nicht. Deswegen werde ich zwei Teile davon auslassen. Aber gut, das ist bleibt so dahingestellt. Aber die PS4-Teile werde ich davon halt spielen. Ja, deswegen der gute Rat von mir, das Vorwissen ist wichtig. Weil beispielsweise dein Teil 5 wurde im Teil 3 zugeführt. Bleibt dann in den Teilen danach, das ist das Geile. Ja, gut. Wie gesagt, ich hätte es wahrscheinlich, sofern ich die Möglichkeit habe, gut, jetzt weiß ich das ja, eins anspiele. Aber, ne, hätte ich jetzt sowieso gemacht, eigentlich. Theoretisch. Ich glaube, es gab kein Spiel, was ich. Gut, doch, Sorry war eins, aber ich wusste nicht, dass es mehrere Teile gibt. Bei Sorry war eins damals wusste ich es nicht, dass das erst der zweite Teil ist. Bei einer riesigen Reihe. Riesig. Da gab es dann ja noch vier weitere Teile. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt zum Beispiel halt gar nicht. Bei Final Fantasy X dachte ich damals auch nicht, dass die 10 eine römische 10 ist. Ne? Und dass das ein Teil einer riesigen Reihe ist, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich hatte damals zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, noch keine römischen Zahlen. Ich wusste nicht, dass X10 bedeutet. Jo. Ich habe noch viele Reihen vor mir. Sehr, sehr viele. Das wird noch alles sehr, 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 sehr lange dauern. Erste PS2, PS3, PS2, 4 PS3, 5 PS4. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich habe ja Gott sei Dank ein Laufwerk. Und über einen Emulator kann ich Gott sei Dank CDs per Laufwerk spielen lassen. Muss dann nur gucken, dass das auch wirklich funktioniert. Das heißt, ich muss das PS1 geben. Was kriege ich hin? Es sei denn, es funktioniert genauso gut wie Soul Over 1, dann funktioniert es nicht. Aber das habe ich auch irgendwie zum Laufen gekriegt. Das wird auch noch lustig. Aber wie gesagt, die nächste Reihe wird dann halt erstmal Kingdom Hearts. Und damit werden wir mindestens eineinhalb Jahre nicht, mindestens ein Jahr zu tun haben mit Kingdom Hearts. Mit dem Controller auch möglich. Das ist gut. Das ist gut. Controller ist immer gut. Jo. Das alles fand ich dann eine Zerstörungskraft. So. Hier war, vor den vernichtenden Zaubern eines Thaumaturgen zittert jeder Feind. Sie existieren nicht, um Gefahren aus dem Weg zu gehen, sondern um deinen Gegnern ins Verderben zu schicken. Wie auch immer, an diesem Kampf führt kein Weg vorbei. Ich glaube fest daran, dass ihr Mormo mit der Kraft der Thaumaturgie bezwingen könnt. Also folgt mir, meine Brüder. Gemeinsam werden wir die Nichtsgesandte dorthin zurückschicken, wo sie hergekommen ist. Yay! No, es ist auch noch eine Miko. Das reicht, Momo. Oh, welch freudige Überraschung. Das große Brüderlein unseres schwächlichen Alchemisten. Bist du noch unter deinem Bettchen hervorgekrochen? Ich habe ja gar nicht mehr zu hoffen gewagt, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Jetzt war ich extra viel. Jetzt die einzige 500k. Kannst du machen. Muss ich nur zusehen, dass ich es besorgt bekomme. Weiß gar nicht, wo das ist.
Na, es geht. 30, 14, 39. Oh, es gibt sogar ein Display. Kostet aber auch 39. 60. 19,99, 49. Es geht. Es geht ja sogar vom Preis. Du kannst sogar die Farben auswählen. Oh mein Gott. Okay. Ja gut, ach, deswegen T-Shirts. Okay, ja gut, okay, das erklärt es jetzt. Ich dachte gerade so, hä? Okay. Warte erst, bis du mein Angebot hörst. Ich möchte dir nämlich einen Handel vorschlagen. Es dürstet dich nach genug Äther, um zu deiner ursprünglichen Gestalt zurückzukehren. Nicht wahr? Nun, wenn du weiter nur niedere Taumaturgen anzapfst, kannst du warten, bis du alt und grau bist. Mit einem Gildenmeister wie mir sehe die Sache allerdings ganz anders aus. Durch mich fließt mehr arkane Energie als durch alle Taumaturgen Tanalans zusammen. Klingt das nicht nach einem verlockenden Mal? Jupp. Ich biete dir meine Magie im Austausch gegen Kokobusi an. Denn ein anderer Weg bleibt mir nicht, ohnmächtiger Mormo. Oh, du magst ein Hafenfuß sein, aber auf dem Kopf gefallen bist du anscheinend nicht. Das, was richtig leckeres sind Snacken gemacht. Oh, was gibt's denn, Hybrid? Endlich habe ich meine wahre Gestalt wieder. Ich kann fühlen, wie unbändige Kraft jede Zelle meines Körpers durchströmt. Ich würde direkt ausprobieren, ob sie noch tadellos funktioniert. Und zwar an euch. Das könnte dir so passen. Wir werden unserem thaumaturgischen Zauber dafür sorgen, dass du keinen Schritt aus dieser Höhle machst. Ich glaube, die haben zu viel Angst. Oh, an eurem Leben scheint euch nicht viel zu liegen, meine kleinen Freunde. Dann will ich mal nicht so sein und euch euren Todeswunsch erfüllen, indem ich euch in 1000 Stücke reiße und mir auch den letzten Topfen als Wurstspeck deines Äthers einverleibe. Soweit war ich übrigens noch nie bei der Taumaturgengilde. Meist Butter, Parmesan, bisschen Salz, Pfeffer. Das für 2 Minuten in die Mikrowelle himmlisch. Klingt lecker. Ich bin jetzt nicht so der Mais-Fan, aber klingt trotzdem lecker. Legacy Collection. Gerade gekauft. Ja, gut. Warum nicht? Stell mir eine Dose Mais einfach den blanken Mais hin. Und ich bin glücklich.
Ja, solange es schmeckt. Ich mag Mais immer im Eintopf ganz gerne. Da gehst du mit dem Mittel. Alter, ist aber eine ganze Menge, ne? Aber echt eine ganze Menge. Sollte erstmal dafür sorgen, dass die hier nicht sterben. Ah, okay, ist in Ordnung, wenn sie sterben. So. Von 1 bis 4 alles drin für PS3. Nice. Sehr, sehr nice. Ich gucke immer auf mein Handy, wo das aus ist. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Bussi, Buki, aufwachen. Wir haben gewonnen. Ob die nochmal aufwachen? Okay, Bussi wacht auf. Wo bin ich hier? Bussi, du bist wieder ganz der Alte. Wie schön. Hey, Buki, sieh doch nur. Bussi ist wieder zurück. Ich glaube, der wird sterben. Der Eulenhexe haben wir es aber ganz schön gezeigt, was, Buki? Hey, Buki? Wieso sagst du denn nichts? Buki? So, und jetzt müsste eigentlich ein Heiler kommen. Ich warte, ich switch kurz auf Weißmagier. Er hat nicht mehr genug Ether, um seine Körperfunktion aufrechtzuerhalten. Wenn wir nicht schnell handeln, dann... Wir müssen seine arkane Energie irgendwie regenerieren. Ether? Vielleicht hilft mein Mana-Verstärkendes Elixier ja. Wirkt zwar nicht besonders gut, aber immer noch besser als nichts. Vermutlich. No. Und die Taumaturgen-Story ist gar nicht so schlecht. Sieht so aus, als hätten sich unsere Wagnis ausgezahlt, was? Wahnsinn, Bussi, deine Medizin hat ihn wieder aufgepäppelt. Vielen Dank, Adaria. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Wir bringen Buki erstmal zur Gilde zurück, damit er sich etwas ausruhen kann. Komm uns bitte bald besuchen, damit wir uns bei dir erkenntlich sein können. Ja.